Binger Ackerbold, guten Tag. Was habt ihr auf meinem Hof zu suchen? Eine Geheimnachricht. Euer Hof sah von außen so idyllisch aus, dass ich nicht umhin kam, einen Blick ins Innere zu werfen. Nun ja, ich kümmere mich auch täglich darum, dass es den Tieren an nichts mangelt und sich kein Unkraut breit macht. Ja, seht ihr? Das merkt man sofort. Sagt euer Hund, was ist er denn für eine Zucht? Er ist ein wirklich prächtiger Kerl. Oh, das weiß ich selbst nicht. Wir haben ihn vor Jahren bei einem Unwetter im Dunkelwald gefunden. Mein Mann hat ihn deshalb scherzhaft Wolfi genannt. Ein drolliges Hundchen. Dürfte ich den mal streicheln? Nein, das geht nicht. Er ist Fremden gegenüber sehr argwöhnisch. Ihr könntet gebissen werden. Das Einzige, was ihn besänftigen würde, wäre ein Knochen, wie ich ihn immer gebe. Wir versuchen mal mit Drano zu betören. Wie liebevoll ihr selbst zu eurem Schwachhund seid. Euer Mann weiß hoffentlich, was er an euch hat. Oh, ihr schmeichelt mir. Wenn ich einige Jahre jünger wäre und noch nicht gebunden, würde ich mein Herz sicher euch gehören. So nehmt diesen Knochen, ihr Teufelsbursche. Ja, dankeschön. So, können wir jetzt mit dem Wachhund... Puff. Ja, hast du einen feinen Knochen. Na, dann ist der Hund abgelenkt. Wir können das kleine Tor öffnen. Und uns hier umschauen. Und da ist der Hühnerstall. Zettel Hühnerstall, Schlüssel der Diebesgilde. Jawohl, ja. Und dann wollen wir hier noch ein bisschen randalieren. So ganz nebenbei. So ein schöner Hof, da bin ich ganz neidisch, den muss ich zerstören. Da ist Würselkraut. Und wir wollten ja auch noch bei der Auralia ein Rezept kaufen für den Einbeerensaft. Genau. Ich erinnere mich. Da gehen wir jetzt auch direkt mal hin. Zur Auralia. Denkt denn hier niemand? Ja, na? Halt doch mal die Klappe. Das hast du doch eben schon mal gesagt. Mein Gott. Und das Gleichgewicht im Dunkelwald so im Hey, die haben angefangen. Die haben uns angegriffen. Die wollten es doch so. Mensch. So, auf zur Auralia. Hier, Questbuch können wir wieder aktualisieren. Löse die zweite Aufgabe, finde den Schlüssel, bringe den Fund zu Runkel. Machen wir so gleich, nachdem wir hier kurz mit Auralia geredet haben. Hier war auch noch was. Die Einladung eines alten Freundes, gehe zu Nandor. Ja, auch das machen wir noch. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Zeig doch mal, was du so im Angebot hast. Danke. Also ich da lang. So, dann schauen wir nochmal beim Runkel Börsenauer vorbei. Was? Wer da? Ich habe die zweite Aufgabe gelöst und habe neben diesem Schlüssel und war eine weitere verschlüsselte Nachricht gefunden. Sehr gut, lass sehen. Also, hier steht, in der Ruine der alten Mühle ist eine Truhe. Schließt sie auf und bergt die inliegende Notiz. Schon unterwegs. Gut. Das wollen wir dann auch noch machen. Ich sehe, wir haben ja sogar noch so einiges zu tun. Wer seid ihr denn, wenn ich fragen darf? Hoho, Wanderer! Ihr seht aus wie Söldner. Wohin seid ihr unterwegs? Uschgauer. Fragt Hügelbold, wenn ihr etwas wissen wollt. Seid gegrüßt. Ihr seht so aus, als hättet ihr eine Frage. Und ihr seht aus wie ein Söldner. Darf man fragen, wohin ihr unterwegs seid? Dürft ihr. Gundwein und ich haben schon viele Male gemeinsam gekämpft. Nun folgen wir dem Ruf des Ritters Traldas von den Silberfällen, den Orks in seinem Land ihren Übermut auszutreiben. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen. Chor mit euch. Einen Moment noch. Habt ihr vielleicht Lust auf ein kleines Kämpfchen gegen mich und Gundwein? Seid ihr sicher? Wir sind zu dritt und ihr seid nur zu zweit. Nicht auf Überlegenheit in Zahlen kommt es an, sondern auf Können. Seid ihr Söldner oder Philosoph? Wenn es euch gelingt, mich und meinen Freund Gundwein zu besiegen, soll mein Schwert euer sein. Nun, was sagt ihr?
Gut, dann lass uns beginnen. Der Schottergrund, auf dem wir stehen, begrenzt das Kampffeld und darf nicht verlassen werden. Gekämpft wird bis zum zweiten Blut, also bis der Erste sichtlich verletzt ist oder das Kampffeld verlässt. Viel Glück und einen guten Kampf. Euch auch, euch auch. So, Gundwein. Ich nehme die Sache in die Hand. Komm schon. Dann mal drauf, würde ich sagen, ne? Voll drauf. Zack. Voll drauf. Alle mal hergehört. Stich und weg. Bis der Erste sichtlich verletzt ist. Was für ein würdiger Gegner. Ja, das war's. Da, nehmt mein Schwert als Zeichen der Anerkennung, auch wenn es mich schmerzt, mich davon zu trennen. Ich danke euch, Söldner Hügelbold. Und nun können wir hier nochmal aktualisieren, lösen die dritte Aufgabe, machen wir. Breitschwert Hügelbold, 1W+4. Keiner von uns kämpft mit Schwert, aber dennoch ist dieses Schwert ein besonderer Gegenstand im Spiel und darum wollte ich den haben. So, ich würde sagen, wir lösen jetzt mal die dritte Aufgabe der Diebesgilde, der Aufnahmeprüfung, in der wir zur Mühle müssen. Zöllner Nandor, da ist die Mühle. Das heißt, wir gehen am besten da lang und ab dann querfeldein. Ausgezeichnet. Ja, dahin. Los. Man kann übrigens auch mit, nur mit Maus klicken, das Spiel steuern. Indem man halt einfach hier immer so klickt. Kann zum Beispiel auch direkt da hinten hingehen und kann dann die Basis chillen und die Kollegen laufen lassen. Wir müssen aber mehr so in diese Richtung. Was ist hier denn? Ein Apfelbaum. Nein, Grantl, du legst nicht Hand an meinen Apfelbaum. So wahr ich Berwin Rübenfein heiße. Dein? Du bist wohl toll. Das ist und war noch nie dein Apfelbaum. Also tritt endlich beiseite. Na sicher ist das mein Apfelbaum. Urgroßvater Ludo Rübenfein hat ihn seinerzeit mit eigenen Händen gepflanzt. Das ist ja lächerlich. Die Ackerbolz sind praktisch die Gründer Avestreus. Also gehört uns auch dieser Baum hier. Also mach endlich Platz, Berwin. Ich habe einen Baum zu fällen. Aber ihr könnt doch nicht einfach so den schönen Apfelbaum fällen. Geht doch nicht. Seid gegrüßt. Grantl. Ja, du auch. Ihr da. Ihr seht aus, als hättet ihr einen klaren Verstand und könntet uns bei dem Streit um meinen Apfelbaum helfen. Könnte ich machen. Gut, ich werde versuchen, euch zu helfen. Zunächst aber müsst ihr mir erst einmal schildern, worum es überhaupt geht. Hörst du, Grantl? Jetzt entscheidet jemand für uns, wer im Recht ist. Also leg sofort die Axt aus der Hand. Du willst mir vorschreiben, was ich auf meinem Grund und Boden zu tun habe? Mir reicht's. Der Baum kommt jetzt weg. Ein Moment. Weshalb seid ihr eigentlich erpicht darauf, dass diesen Baum zu fällen? Er versperrt Praios Blick auf meinen Acker. So nimmt er meinen Pflanzen das Licht und raubt meinen Boden das Wasser. Beim Sturm knarrt er so entsetzlich, dass ich des Nachts nicht schlafen kann. Und schon gut, schon gut, schon gut. Aber ist euch bewusst, dass euer Nachbar sehr an diesem Baum zu hängen scheint? Haha, natürlich hängt er an ihm. Die gute Göttin Pereina hat diesen Baum mit den goldensten Äpfeln der Gegend gesegnet. Er erntet immer fleißig alles ab und ich gehe leer aus. Aber dafür gibt es doch sicher eine Lösung. Und ob es die gibt, ich hau das Ding jetzt um. Es steht sowieso zur Hälfte auf meinem Land. Dann ist es endlich Ruhe. Geht zur Seite. Okay. Interessant. Wollt ihr ernsthaft einen von Pirine gesegneten Baum fällen? Ihr Zorn könnte euch die Ernte kosten. Dem Nachbarn zu gehen, Ernte zu teilen. Der Baum steht doch auf der Grenze eurer Ländereien und gehört somit dem Grafen von Ferdok. Was würde er wohl dazu sagen, wenn er seine Äpfel erntet oder den Baum gar fällt?
Ich habe genug von eurem elenden Gejammer, sucht euch... Nein, das noch nicht. Der Baum bleibt stehen, Grantl, sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Ich würde mal sagen, wir nehmen das erste. Wollt ihr ernsthaft einen von Perrine gesegneten Baum fällen? Ihr Zorn könnte euch die Ernte kosten. Wäre es dann nicht klüger, einen Handel mit eurem Nachbarn einzugehen und die Ernte zu teilen? Ach du je, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Den Zorn der Göttin will ich wahrlich nicht wecken. Also, Berwin, dann sei doch so gut und lass mir die Hälfte der Äpfel... Und lass uns die Äpfel in Zukunft teilen, ja? Der Baum bleibt stehen und ihr teilt von nun an die Ernte. Bist du nun zufrieden, Berwin? Naja, schon. Aber dann bleiben mir nur noch halb so viele Äpfel übrig. Wer ersetzt mir das Geld, das mir dadurch entgeht? Ihr Jammerlappen. Man sagt wohl zu Recht, dass es nicht schlecht um das Reich bestellt ist, solange der Koscher noch klagen kann. Wie dem auch sei. Dass ihr meinen Apfelbaum gerettet habt, wird euch nicht vergessen. Gern geschehen. Auf bald, ihr lieben Bauern. Und Rulana hat Stufe 3 erreicht. Ausgezeichnet. Wieso das Questbuch jetzt hier offen war, weiß ich nicht. Rulana kann mal Säbel nochmal skillen. Ausgezeichnet. Dann machen wir uns sobald mal auf zur Mühle. Ist das die Mühle? Ne, da hinten im Hintergrund sieht man die Mühle bereits. Und übrigens kann man hier bereits einen Blick auf Ferdok werfen, dort im Hintergrund. Natürlich nur Kulisse. So genau wird es dann nicht aussehen. Also, naja, wir werden es ja eh nur von innen sehen. Ja. Hier gibt es wieder eine ganze Menge zu ernten. Und in der Mühle sollen wir also eine Truhe finden. Abermals. Gehen wir erstmal hier hoch. Ich nehme die Sache in die Hand. So ein bisschen Plünderparty und so. Ich helfe. Was haben wir denn sonst noch? Hier oben vielleicht? Da sind noch ein paar Fässer. Na gut, dann gehst du jetzt mal da oben hin, zerschlägst die Fässer, während Rulana da das Zeug sammelt. So, hier, dankeschön. Und das hier, dankeschön. Schauen wir mal, was hier noch so abgeht. Ah, noch ein Fass, ausgezeichnet. Und ja, auch rostige Nägel und Äpfel werde ich mitnehmen. Folgt mir. Denn die kann man immerhin für einen Heller verkaufen. Wenn in der Truhe, in dem Fass ein Heller läge, dann würdet ihr den ja auch mitnehmen. Also nehme ich auch die Äpfel und die rostigen Nägel mit. Oh, verdammt, ich komme ja dauernd an das improvisierte Gestell meines Mikrofons. Beziehungsweise unseres Mikrofons, Tonis Mikrofons, wie man es auch nennen will. Mensch, ich muss echt eine Aufnahmepause machen. Ich bin hier schon wieder total am Scheiße labern. Ich meine, nicht, dass das was Neues wäre, aber, ne? Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich weiß nicht. Mich beschleicht so ein ungutes Gefühl. Ja, Klappe, Dranor. So still, als wäre hier schon lange niemand mehr gewesen. Nö, die Pechfackel brauchen wir nicht. Ab in den Mühlenkeller. Ist ja schon wieder alles zertrümmert hier. Und wir tun unseren Teil dabei. Dankeschön. Noch ein Holzfass. So. Und, da lang. Verdammten Ratten. Kenne ich ja gar nicht ab. Na, komm. Jetzt. Da. Ausgezeichnet.